Tachchen. Das Fernsehen beklaut mich. Ich habe 2011, 2012 ein paar Filmchen gemacht in Richtung Comedy, Kabarett, Satire, was auch immer. Hat aber kaum einen interessiert. Keines der Videos hat über 200 Aufrufe. Aber ein paar aufmerksame Zuschauer scheine ich gehabt zu haben. Schauen wir uns mal an, was ich im März 2012 hier bei YouTube reingesetzt habe. Ja, die FDP. Da wünscht man sich Ansagen wie zu Zeiten der ZDF-Hitparade zurück. Zum dritten Mal dabei, bitte nicht wieder wählen. Im August 2013 gab es im ZDF bei Neues aus der Anstalt dann dies zu sehen. Thomas de Maizière, Fipsi Rösler, Hans-Peter Friedrich. Der Ramsar-Peter, Westerwelle. Komisch, in der Hitparade früher hat mir immer gesagt, bitte nicht wieder wählen. Aber das ist bei denen heute, wir sind ja bei. Okay, könnte Zufall sein. Im Oktober 2011 hatte ich dies auf YouTube veröffentlicht. Menschen sind nicht von Geburt an homosexuell, vielmehr sei Homosexualität erworben und damit behandelbar. Hallo, ich bin gerade leider nicht da. Jetzt schaue ich am Donnerstag das Dschungelcamp und sehe dies hier. Jetzt gibt's noch eine. Hallo? Morgen rufen jetzt noch mal die Zuschauer an. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Wie viele Sachen gibt es denn noch von mir im Fernsehen? Ich kann ja nicht alles sehen. Fausten da irgendwelche Studenten für die Fernsehsender YouTube durch, um Ideen zu mopsen, die kaum einer kennt? Mickey, gib es zu! Oder bin ich einfach nur paranoid? Nein, bist du nicht. Doch, doch.